Der Bund will bis 2030 50% der Treibhausgase gegenüber 1990 reduzieren. Ist dieses Klimaziel erreichbar? Ich erachte dieses Ziel als sehr ehrgeizig, wobei ich auch denke, mit den richtigen Maßnahmen ist es erreichbar. Ist das Emissionsziel durch die Anrechnung von Emissionsreduktionen im Ausland besser zu erreichen? Es ist tatsächlich so, mit Auslandmaßnahmen erachte ich dieses Ziel als erreichbar, wenn man auch bedenkt, dass eine Tonne eingespartes CO2 im Ausland wesentlich günstiger ist als in der Schweiz. Was bedeutet der Ausbau der Kompensationspflicht für die Treibstoffbranche und die Automobilisten? Das bedeutet natürlich, dass der Treibstoff grundsätzlich durch diese Maßnahme verteuert wird. Das hängt aber davon ab, wie hoch der Inlandanteil der Kompensation ist und wie hoch der Auslandanteil. Bei einem reinen Auslandanteil wäre es sehr günstig zu haben. Da sprechen wir vielleicht von einem bis Maximum 2 Rappen pro Liter. Kommen Inlandmaßnahmen dazu, dann wird das 5 Rappen pro Liter, je nach Ausgestaltung des Inlandanteils bis zu 20 Rappen pro Liter teurer. Wird die Treibstoffbranche den von ihr verlangten Beitrag an das Emissionsziel 2030 erreichen können? Genau ist diese Frage natürlich jetzt noch nicht zu beantworten, da das effektive Ziel für die Branche noch nicht feststeht. Aber als Regel kann man sagen, je ehrgeiziger das Ziel, umso mehr Auslandanteilkompensation muss es geben und dann dürfte es erreichbar sein. Was wünschen Sie sich von der Politik, um die Kompensationspflicht erfüllen zu können? Möglichst viel Flexibilität in der Ausgestaltung der Maßnahmen für die Umsetzung und besonders wenig Raum für willkürliche Entscheidungen. Ich denke da vor allem an die Bewilligung von Kompensationsprojekten.